herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch das letzte Video von dem Long Slim Journal von meiner Tochter mitgebracht. Ja, wiederum, genauso wie beim letzten Video, sind wir hier in einer anderen Szenerie in Schweden. Von Schweden sieht man hier nicht so viel, außer diesem winzig kleinen Tisch. Ich muss mal eben checken, ob der Bildausschnitt passt, damit ihr auch alles seht. Ja, das sieht ganz gut aus. Und wie ihr wahrscheinlich am Ton hört, ist auch die Tonqualität nicht ganz so geil wie zu Hause, weil ich sowohl mein Mikro als auch meinen Kameraständer vergessen habe. Und das Ringlicht auch dementsprechend. Super geile Konstruktion, die über meinem Schreibtisch hängt. Der Schreibtisch ist so groß wie, naja, ein Küchenset vielleicht oder ein Essplatzset gefühlt. Es ist nämlich ein alter Schreibmaschinentisch, auf dem ich jetzt hier mein kleines Bastelecken eingerichtet habe. So, das Buch für meine Tochter habe ich jetzt hier weiter gebastelt, zu Ende gebastelt und werde es heute einpacken. Das ist das Magic Forest Papier. Und heute wollen wir eine Mischung aus Flip-Through und Stuffing machen. Ich habe nämlich hier auf der Seite vorbereitet, was rein soll. Und das werde ich gleich hier mit euch rein organisieren und gleichzeitig natürlich das Flip-Through drehen. So, ein letzter Check, ob das hier alles funktioniert. Ja, auch die Bildrichtung passt. Das ist doch ein Traum. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit. Ich freue mich über Likes, Kommentare, Abonnenten. Ja, ich werde die Kommentare allerdings erst nach meinem Urlaub beantworten. Aber dieses Video wird wahrscheinlich auch erst nach meinem Urlaub erscheinen, weil das Netz hier nicht das Beste ist. Gut, ihr seht meine Finger voller Tinte, Stempelfarbe. Was möchte ich jetzt mit euch machen? Ich lege mir das jetzt hier auf die andere Seite und flippe jetzt hier mit euch through. Wenn ich jetzt das aufklappe, seht ihr denn immer noch alles? Oh Gott, zu Hause ist das doch echt einfacher. Ja, ihr seht alles, das ist ein Traum. So, was habe ich gemacht? Also, ich habe das Magic Forest 30x30 Papier genommen. Habe hier, wie man sieht, zwei offene Signaturen oder zwei offen gebundene Signaturen reingepackt. Ich habe das Ganze mit dem Junk Journal Kleber versiegelt. Mit Goldglitzer bestreut, Ecken drauf gemacht. Und die schönen Sprüche hier mit ein bisschen Jute draufgepackt. Das habe ich auch versiegelt. Also hier ist wirklich alles spiegelglatt und trotzdem noch flexibel, wie man sieht. Wie so ein versiegelter Lappen irgendwie. Weich und ja, angenehm. Ja, ich würde es jetzt nicht in Kaffee werfen, weil die Seiten da drin nicht versiegelt sind. Aber die Außenseite hier, das Außencover, das Innencover, sie sind beide versiegelt. So, ich schaue mir nochmal kurz den Fokus an. Passt noch. Ja, und das glänzt natürlich jetzt hier ein bisschen in der Lampe. Ich habe nämlich auch keine indirekte Beleuchtung. Ich habe nur direkte Beleuchtung. Und zwar habe ich mir die Stehlampe aus dem Wohnzimmer gemopst. Für diese Aktion. So, rutscht mal hier ein bisschen. Liebe Leute, Stempelfarben und so weiter. Macht mal Platz. Genau, was ich jetzt machen möchte. Ich möchte hier das schöne Papier, was ich hier noch habe, hier einsetzen. Und zwar immer, wenn ich jetzt irgendwelche Taschen oder Corners oder Belly Bands gemacht habe, würde ich hier nämlich was reinpacken. So, da das jetzt natürlich sehr groß ist, werde ich mir genau das einmal auf die hübsche Seite falten. Und welches? Ich finde eigentlich, das passt ganz gut. So. So, ja. Nee, passt nicht so richtig. Nee, das sieht nicht so schick aus. Nicht so schick, wie ich mir das dachte. Nehmen wir das nächste Papier, was hier in der Reihe ist. Und zwar habe ich hier einfach matte DIN A5 Papiere, die eine echt tolle Haptik haben. Die möchten jetzt hier einfach als zusätzlicher Schreibplatz mit rein. Genau. Always believe in magic. Das ist übrigens hier ein kleines verschiebbarer Teil und der hält mir jetzt dieses Blättlein fest. Genau, was ich hier noch habe, sind die Tags, die möchten ja auch mit einziehen und ich habe auch noch hier diese schönen Paperclips, ein bisschen spitze.
Ich denke mal davon aus, dass ich die zum Schluss reinsetzen werde, wenn wir einmal durchgeblättert haben. Obwohl, eigentlich kann ich es auch gleich machen, oder? Ich habe 4 Stück, das heißt, in jede Signatur kommen 2. Und ich habe auch mal kleines Papier, das ist dieses hier. Die möchte ich damit anklipsen. So, ich nehme jetzt einfach mal eins und klipse das hier mit dran. Schwupps. Dann haben wir nämlich hier oben ein kleines Paperclip-Fähnchen rausstehen. Genau, was habe ich hier gemacht? Ich habe hier noch Tabs angesetzt mit kleinen Worten. Ich habe von dem Magic Forest Papier die Die-Cuts rausgeschnitten und auch ein ganz bisschen gestempelt. Das Papier übrigens, ich habe teegefärbtes Papier genommen und einfach ganz normal in, ja, eigentlich habe ich blaue Stempelfarbe mit ins Wasser geschmissen, also blaue Nachfüllfarbe hier. Und habe das Ganze, also von Uncharted Marina habe ich das, die Farbe mit ins Wasser gepackt. Und diese Flecken, die ihr seht, ist, ja, sind gestreute Pigmente aufs nasse Papier einfach zack rausgestreut. So, hier habe ich schon Karte aus dem Magic Forest Papier mit verbastelt. Hinter diese wunderschöne Tür. Genau, die Stempel habe ich sehr dezent und auch wirklich nur diesen Stempel eingesetzt, weil ich einfach finde, dass das sonst dieses Buch überlädt. Und es soll ja auch zum Schreiben da sein. Da habe ich nämlich einfach ganz viel von der Farbe wirken lassen, Die-Cuts benutzt. Ja, hier in der Mitte habe ich zwei der großen Papiere zusammengesetzt. Wie ihr seht, habe ich dann hier auf der Seite Pockets draus gemacht für Karten. Das backt eigentlich fest. Die schönen Imperia-Karten mit reingepackt. Natürlich darf Spitze nicht fehlen, ist klar. Das hier ist meine absolute Lieblingsseite aus dem ganzen Papierset. Ich könnte es mir an die Wand hängen. Vielleicht mache ich das auch noch. Dann habe ich hier mit Serviettentechnik so ein paar Reste bearbeitet und dann ja, ausgestanzt und als Tüllü hier reingepackt. Ich nenne es Tüllü. So, hier. Mir fällt gerade auf, da fehlt tatsächlich noch ein großes Papier. Das werde ich gleich im Nachhinein reinpacken. Hier ist nämlich eine große Tasche und hier sind zwei kleine Ecken, die auch wieder fliegen. Ja, ihr seht's. Da wollen wir doch gleich mal für Papier sorgen. Packe ich jetzt zwei ähnliche rein, die von der Machart ähnlich sind. So, eins. Ja, das ist die große Frage aller Fragen. Was mache ich in die große Tasche? An die habe ich mich noch gar nicht gedacht. Naja, das wird eine Überraschung für meine Tochter. Und ich werde es mir gleich noch ausdenken. Bevor ich das Ding verpacke, natürlich. So, auch hier wieder die Pigmente sind mir super schön gelungen, finde ich. Also, ich dachte erst so, wow, das wird richtig krass. Aber sie sind erst total bunt geworden und dann sind sie ein bisschen abgetönt. Fand ich sehr interessant. Ja, hier ist einfach irgendwie ein bisschen Tee passiert. Also, völlig angenehm. Fantasy darf nicht fehlen. So, hier haben wir jetzt einen kleinen. Hier so ein Festzelt oder welchen nehmen wir da? Gucken wir doch mal, welcher passt denn hier am besten? Eigentlich passt der hier schön von der Farbe her. So, jetzt haben wir hier wieder eine große Halterung. Dürfen nicht vergessen, dass auf dieser Seite hier auch noch, zack, auch noch ein Paperclip darf. Wohin setzen wir den denn? Ich habe ihn auf die letzte Seite, das war doof. Sollen wir denn hier hin? Ich glaube schon. So, wir haben einen schwarzen, dann nehmen wir jetzt einen weißen Paperclip. Und hier so eine kleine liebliche Postcard. Schwuppeldi-wuppeldi. Und Leute, es ist egal, wo man craftet, man wird einfach schmutzig. Tja. Genau. So, hier die Tasche hatten wir gerade schon. Ja, und ich habe immer geguckt, dass ich zwischendrin mal die A4 hochkant nehme und einfach ein bisschen schräg einsetze, dass es ein bisschen interessanter wird. So, hier haben wir wieder so eine kleine Pocket. Und ich finde, der Schlüssel passt hier wunderbar.
Obwohl, der ist ziemlich Ton in Ton. Ich glaube, das passt. Ja, farblich passt das besser. Okay, das war die Signatur Nummer 1. Wieder mit Spitze fein. Hier kommt die zweite. Also ich habe immer geguckt, dass ich hier die schönen Designpapiere nach außen setze. So, hier kommen wieder zwei. Oh, ist das gerade irgendwas runtergeschmissen? Ist das runtergeflogen? Das ist mein Dobberner. Das ist ja halb so wild. So, die beiden passen doch da wunderbar hin. Genau, ich habe überall so ein bisschen eine goldene Spitze, die ich an der Seite habe, hier reingepackt. Und ja, ich glaube, es wird Zeit, wieder eine kleine Karte hier hinzusetzen mit einem Paperclip. So. Jetzt sind meine Finger schon mal steif. Was ist denn hier los? Zack. So, hier wohnt schon so eine schöne Karte hinter. Ich habe sie tatsächlich nicht irgendwie noch weiter dekoriert. Ich habe einfach nur Die-Cards-Karten ausgeschnitten und hier eingesetzt. Genau. Und das soll einfach auch die Magic sein. So, hier passt doch dieses. Oh, hier passt doch dieses Papier. Wunderbar. Fantasy and Reality offen Overlap. Auch wieder schön zum Verschieben. Dieses Bild mit dem Hirsch ist auch so schön. Ja, und hier backen das zusammen von der Servietten-Technik. Oh, jetzt haben sie befreit und entwirrt. So. Bisschen Spielkram. Ich fasse dieses Papier so gerne an. Ich könnte den ganzen Tag das Imperialpapier streicheln. So, wir haben auch hier wieder nur ganz dezent gestempelt. Es wird wieder mal Zeit. Es wird wieder mal Zeit für einen kleinen Paperclip. Diesmal setze ich ihn ganz nach außen. So. Zack. Hier haben wir das schöne Schloss. Schön mit der Runenschrift. Your Magic Spell. Also allein auch diese Die-Cuts in diesem Papier sind wirklich der Kracher. So, jetzt habe ich nämlich hier noch Adventures in the Forest. Eine Schreibfeder ist auch wieder hier, ne? Verschiebbar. Und Schiebeelement. So. Mit der Feder hier super schön. Und hier. Und dann der letzte Tag. Und das letzte Papier. Das kann ich eigentlich auch ganz drunter packen. Ja. Genau, auch hier habe ich das Bellyband gemacht. Und ihr seht es glänzen. Ich habe auch das versiegelt, dass das einfach draußen ein bisschen Stabilität hat in der Außenseite. So. Abgesehen davon, dass ich mir jetzt noch was ausdenken darf für den mittleren Teil. Oder vielleicht lasse ich ihn auch so für geheime Sachen. Das ist auch möglich. Jetzt habe ich nämlich hier das Buch fertig. Ihr seht, gucken, ob das so fokussiert auf die Entfernung. Ja, so ein bisschen. Ihr seht hier oben schön die Paperclips. Und jetzt bleibt mir nämlich noch eine tolle Sache. Und zwar habe ich ein Lesezeichen noch dazu. Eine Feder mit einem Kompass, einem Baum, ein paar schönen Perlen. Und das darf natürlich jetzt auch nicht fehlen. Das gehört nämlich untrennbar zu diesem Buch, habe ich mir so überlegt. Schwupps. So ist es komplett. Und einfach, ich denke mal, das wird im Alltag sehr unpraktisch sein, wenn man das Buch benutzt. Und ich hoffe, dass es benutzt wird. Es wird unpraktisch sein, die Spitze hier einfach zum Zubinden zu nehmen. Aber ich mache es jetzt einfach weil ich es schön finde fürs Geschick. So, alles in allem kann ich sagen, dieses
geschenkt zu craften, hat mega Spaß gemacht. Wirklich richtig dolle Spaß. Dieses Format ist cool. Es ist wirklich cool. Allerdings habe ich auch, um die weiteren Seiten hier zu füllen, ne? Also diese Seiten, die weiß oder halt bläulich sind oder so, da habe ich DIN A3 Papier genommen. So, und DIN A3 Papier braucht man dann natürlich auch eine Schüssel, um das entsprechend zu färben, die groß genug ist und so weiter. Wie habe ich das gemacht? Ich habe ein Backblech genommen und habe auf der Fettpfanne des Backblechs dieses Papier gefärbt. Muss man vorher ein bisschen schrubben, dass man kein Bratenfett oder was dran hat. Oder Pommeskrümel. Auf jeden Fall, also in der Fettpfanne des Backofens oder des Backblechs konnte ich dann mein DIN A3 Papier vernünftig färben, weil meine normale Färbeform viel zu klein gewesen wäre. Die ist für DIN A4 ausgelegt. Ja, so, das heißt DIN A3 Papier genommen, entsprechend ein bisschen zugeschnitten, weil das ist natürlich nicht 30x30. Und ja, es hat super Spaß gemacht, auch weil es einfach mal ein anderes Format ist. Oder gerade weil es ein anderes Format ist, als ich sonst mache. Ja, ich liebe es, mit Spitze zu hantieren. Und dieses Papier ist der Hammer. Ich werde es auf jeden Fall wieder benutzen. Es ist neben diesem wunderschönen Papier mit dem Wolf, also mit dem Cosmos Infinity, ist das hier mit meinem Lieblingspapier. Das heißt, das muss ich jetzt, das Cosmos Infinity muss ich jetzt einfach den Titel des Lieblingspapiers teilen. Gut, damit wäre ich auch schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass der Sound so war, dass ihr mich wenigstens verstehen konntet, auch wenn ich mein externes Mikro nicht dabei habe. Ja, die Szenerie hier, Schweden, Mini-Basteltisch. Morgen geht's auf nach Stockholm und übermorgen wird dieses kleine Büchlein oder große Büchlein den Besitzer wechseln. Ich bin sehr gespannt, was meine Tochter dazu sagt. Ich freue mich riesig auf ihr Gesicht, weil ich kann mir vorstellen, dass sie sowas schon mögen wird. Wenn nicht, kriege ich es vielleicht zurück. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Gut, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Und ja, vielleicht hat es euch ja inspiriert, mich zu abonnieren. Ich sag mal, bis demnächst in diesem Kino.